So, nächste Aufgabe. C. Vervollständigen Sie das nachstehende Venn-Diagramm durch Eintragen aller Anzahlen in die dafür vorgesehenen Kästchen. Wobei also A hier Aramsamsam heißt, also dieser Kreis. B. Die Backe, Backe, Kuchen. Und das da unten ist halt weder noch. Okay, wie schaut es aus? Wir haben angegeben, 26 Kinder, das sind also insgesamt, also sozusagen die hätte man da draußen schreiben. Das heißt, kennen keinen, drei kennen keines. Das heißt, da können wir die drei hertun. Dann beide wissen wir auch schon, sieben Kinder beide, sieben. Und dann wissen wir, 13 Kinder kennen Aramsamsam. Also das heißt, die 7 plus das müssen 13 ergeben. 7 und 6 sind 13, also gehört da 6 her. So, und jetzt ist die Frage, was können wir noch daher tun? Jetzt wissen wir von der Angabe her nichts mehr. Also müssen wir uns überlegen. Insgesamt sind 26. Weniger 3 und weniger 6 sind 17, weniger 7 sind 10. Also bleiben da noch 10 übrig. Wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Dann wird hier noch verlangt, die Anzahl der Elemente der Menge. Schauen wir uns das also an. Zweitens, ermitteln Sie die Anzahl der Elemente der Menge. Ich will jetzt haben die Menge A vereinigt B ohne A geschnitten B. Anzahl, das heißt Anzahl heißt eigentlich Betrag davon. Der Betrag von dieser Menge. A vereinigt B. A vereinigt B, das heißt, das sind die 10 und 17 und 6 und 23. Ohne A Durchschnitt B, ohne die 7, 23 weniger 7, also das sind einfach 16. Also sind es hier 16. Da steht als nächster Text. So, nächste Fragestellung. Mit den Kindern, denen beide Kinderlieder bekannt sind, singt die Pädagogin das bis dahin allen Kindern der Gruppe unbekannte Kinderlied Twinkle, Twinkle, Little Star. T ist die Menge der Kinder, die das Kinderlied Twinkle, Twinkle, Little Star mit der Pädagogin singen. Und jetzt sollen wir die nicht zutreffende Aussage ankreuzen. Eine davon. Das heißt, wir werden wahre und falsche Aussagen zuerst einmal überprüfen. So, also das heißt, jetzt müssen wir zuerst einmal überprüfen, was ist denn jetzt dieses T? Da steht da das T. T, wo ist das T? Das sind die beide Kinderlieder bekannt. Naja, doch hört das T her. Das ist also hier, die sieben Personen sind das T. T ist Untermenge von A vereinigt B. A vereinigt B wäre also beide und T ist also Untermenge. Okay, wenn wir abhacken, ist er wahre. T Untermenge A Durchschnitt B. A Durchschnitt B ist Gottes T, passt. T Untermenge G ohne B. Die gesamte Menge ohne den B. Das heißt, das B muss ich ausnehmen. Ui, dann nehmen wir gerade das T weg. Das ist also die falsche. Jetzt überprüfen wir noch die nächsten zwei. T Untermenge B ohne A, nicht Untermenge, B ohne A. Also das B und ich nehme das A weg. Da bleibt nur das. T ist nicht Untermenge, das stimmt. Es ist nicht Untermenge, weil es draußen ist. T ist nicht Untermenge von A ohne B. A ohne B. Da haben wir das T gerade weggenommen. Daher ist es nicht Untermenge davon. Stimmt auch. Das heißt, unsere Aussage, die wir suchen, die falsche, ist also die dritte hier, T-Untermenge von G ohne B. Das ist falsch.